Hallo Leute, hier ist Tom von Amazonasbecken.eu. Ich grüße euch ganz herzlich heute aus dem Aquariumraum von meinem besten Aquarienkumpel Schalki. Der hält auch gerade die Kamera. Jo. ja, wir sind dabei, hier die ganze Zuchtanlage, die er hat, einmal umzubauen. Hier sieht es gerade katastrophal aus hier. Ich wollte eigentlich auch schon mal eher vorbeikommen, um euch das zu zeigen, wie es vorher aussieht. Aber da blende ich jetzt gleich einmal ein Foto ein. Hier die Aquarien, die an der Wand hinter mir standen. Und hier die Aquarien auf der gegenüberliegenden Seite. Und heute möchte ich euch mal ein bisschen zeigen, wie das Ganze vonstatten geht, weil die ganzen Aquarien, die hier vorher standen, natürlich total voll sind noch mit Fischen. Muss man auch mal kurz erklären, wie es dazu gekommen ist. Schalki hat hier in der Ecke mal mit dem Aquarium angefangen und dann sind hier immer mehr Aquarien dazugekommen. Hier oben eine Reihe auch noch lang. Dann ist dieser Block dazugekommen und jetzt hat er sich dazu entschlossen, komm, hier Wasserwechsel ist immer schwierig, hier wird komplett alles mit dem Rohrsystem, vernünftige Luftheber-System miteinander verrückt und vor allem nicht zwei Stück übereinander, wir wollen gleich vier Aquarien übereinander bauen, dass man halt noch mehr Fische unterkriegen kann. Genau gegenüber von der Zuchtanlage, den Rest des Raumes, der jetzt halt einfach erstmal als Lagerstätte dient, hier schaut mal rüber, hier hat Schalki seine ganzen Aquarien erstmal zwischendeponiert. Gib mir auch mal kurz die Kamera, dann kann man hier noch mal rübergreifen. Auch mit Maurerkübeln. Hier. Aber das ging recht einfach zu transportieren. Halt Wasser abgelassen, die Fische drin gelassen in den Aquarien. Und dann mit den Fischen und einem niedrigen Wasserstand transportiert, hingestellt und dann Wasser wieder aufgefüllt, dass das natürlich auch möglichst stressfrei für die Tiere ist, weil die kriegen natürlich eh noch einen Umzug mit, wenn sie dann in ihre neuen Aquarien einziehen. Hier könnt ihr auch noch mal kurz drauf schauen, das sind die ganzen Berechnungen vom Aluminiumgestell und sowas, was er gemacht hat. Da kommen wir aber in der nächsten Folge noch mal drauf zu sprechen. Und hier seht ihr schon Verrohrung für die Luft, Filtermatten, Verrohrungen für den Wasserwechsel, dass man Wasser ablassen kann. Aber wie wir das alles zusammenbauen, da gehen wir das nächste Mal drauf ein. Also lasst ein Abo da, damit ihr nichts verpasst. Wenn es euch gefällt, einen Daumen hoch. Aber kein Daumen runter dafür, dass es gerade ein bisschen katastrophal aussieht, okay? Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.